Guten Abend, liebe Leute. Ich muss übrigens gucken, dass ich versuche leise zu reden, weil es ist so um 3 Uhr morgens. Ich nehme das jetzt auf, weil ich habe keine Ahnung, wann es sonst kommt. Ja, auf jeden Fall mache ich das erste Video im Jahr 2022 wird ein Telonym-Video. Also ich beantworte mal wieder meine Tests. Und würde mal sagen, dann fangen wir mal an. Erste Frage: Was tust du in deiner Freizeit? Mittlerweile bin ich eigentlich nur noch am Zocken oder am Schlafen. Großartig viel kann ich halt nicht machen. Welche Fernsehserie hast du als Kind am liebsten geschaut? Als ob ich mich an sowas erinnern kann. Idiot. Hast du als Kind eine Trennung miterlebt? Wie war das für dich? Was meinst du damit? Findest du kurze oder lange Haare besser? Kommt immer drauf an, bei wem. Also zum Beispiel bei mir selber lange Haare. Bei mir selber lange Haare. Und immer so, also kommt immer auf die Person drauf an. Es gibt Leute, die mit langen Haaren besser aussehen, aber auch welche mit kurzen Haaren. Wofür würdest du gern mal ein Kompliment bekommen? Also, sowas kann man sich nicht selber aussuchen. Nee. Man bekommt es halt für irgendwas. Man kann sich nicht aber selbst aussuchen. Naja, okay. Was ist deine Meinung zu süß? Was ist das? Süß. So süß. Was labert der für eine Scheiße? Süß. Also, ich weiß, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich, also mit 21 Jahren, okay. Aber ist das irgendwie eine neue Jugendsprache oder so, die ich irgendwie nicht mitbekommen habe? Süß. Nee, also Leute, ich rede gerade nicht über Sus von Among Us Ding. Nein, 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 nein. Sondern Zoos. Wenn jemand weiß, was es heißt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also ich weiß nicht, was Zeus ist, Alter. Idiot. Welche lebende Person willst du mal treffen und warum? Also mit welcher lebenden Person ich mich gern treffen würde? Mit jemandem, der halt lebt, weil ganz im Ernst. Mit Toten will ich mich nicht wirklich treffen. Würdest du sagen, du hast Angst, dich zu verlieben? Ja. Ja, auf jeden Fall, weil bisher war es immer so. So eine reine Enttäuschung. Ja. Aber pff, damit habe ich eh schon lange abgeschlossen. Und ich lebe mein Leben, will machen auch hier im Internet den Erfolg und so. Mach dann Geld. Und dann lebe ich halt mein Leben. Ja, ist halt so. Also viel habe ich sozusagen nicht mehr wirklich vor. Weil es ist halt eine wirklich toxische Gesellschaft. Und die letzte Frage: Was tun, wenn man die Freunde von seinem Freund nicht mag? Sich nicht mit denen treffen? Naja. Also ich muss dir immer noch sagen, manchmal bekomme ich echt bescheuerte Fragen, die ich am liebsten einfach wegblocken möchte, was ich aber nicht mache, weil es dann Zensur wäre. Und ich bin komplett gegen Zensur.
Deshalb muss ich das halt ertragen. Nur halt diese, wie schon gesagt, diese Beziehungsfragen, diese bestimmten Beziehungsfragen, die blocke ich tatsächlich, da ich ja tausendmal geantwortet habe, dass ich das nicht weiß. Okay, ich möchte jetzt aber hier nicht so lange darüber reden, sonst kommt wieder, sonst kommt wieder so eine blöde Welle. Dennoch, ja, da kommen hauptsächlich wirklich beschissene Fragen auf Telonym. Aber ich würde mal sagen, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn ihr meine anderen Videos gefallen habt, dann abonniert diesen Kanal. Und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.